Die Weihnachtsgeschichte als fiktiver Text des mystischen Dionysius Areopagitor, unter anderem Verfasser des Textes Die himmlischen Hierarchien. Überschrift: Die göttliche Manifestation zu Bethlehem. In den mystischen Tiefen der überzeitlichen Realität, fernab der Begrenzungen des Ephemeren, offenbarte sich das Unergründliche Selbst. Zu jener Zeit, als die römische Herrschaft über die Welt waltete. Der einfache Zimmermann Josef und seine Frau Maria wurden zu Werkzeugen dieser transzendentalen Manifestation. Die himmlische Hierarchie, durchdrungen von den Schwingungen des Ewigen, leitete das Paar nach Bethlehem, einer metaphysischen Schnittstelle, wo die Wirklichkeit in ihrer vollkommenen Unmittelbarkeit aufleuchten sollte. In der metaphysischen Höhle, einem Ort der sakralen Stille, manifestierte sich das Göttliche durch Maria, der Empfängerin des Unendlichen. Die Geburt des göttlichen Kindes durchdrang die Sphären der Seinsverborgenheit und enthüllte die Essenz des Absoluten. Die mystischen Hirten auf den spirituellen Ebenen wurden durch die Engel der höchsten Hierarchie geweckt. Die Verkündigung der Unerschaffenheit hallte durch die Ewigkeit. Fürchte dich nicht, denn siehe, in dieser zeitlosen Gegenwart wird der Heiland geboren, der die Schleier der Illusionen durchbricht. Die Sterndeuter der mystischen Reiche, gelenkt von der kosmischen Harmonie, brachten die Gaben, die die Rituale der Ewigkeit widerspiegelten. Gold für die Erkenntnis des Absoluten, Weihrauch für die Vereinigung mit dem Göttlichen und Myrrhe für die Einheit mit dem Unendlichen. So entfaltete sich die göttliche Manifestation zu Bethlehem jenseits von Raum und Zeit. Die Liebe Gottes wurde zur Strömung des Ewigen, die die Illusionen der Endlichkeit durchdrang. Ein Mysterium, das die kosmischen Sphären durchflutete und die Seele zu ihrer ursprünglichen Göttlichkeit zurückführte.